So, und da sind wir wieder bei einer neuen Runde von Eternal Sonata. Hier mit mir, Sefi. Wir befinden uns immer noch in der mysteriösen Unisono. Und wir gehen gleich mal in die nächste Etage. Weil kann ich hier eigentlich zurück zum Eingang? Ja, dann gehe ich zurück zum Eingangsspeicher eben, dass wir gewonnen haben. Und dann flitzen wir hier wieder hin, weil das geht ja okay, zucki hier speichern. Und ich will auf jeden Fall speichern, dass wir diesen Boss da besiegt haben. Ich weiß gar nicht, beim letzten Mal, als ich hier war, hatte ich total Probleme gegen den. Aber diesmal ging es halt ziemlich einfach. Ich finde das ziemlich heftig, dass bei Phantomschmerz in der Beschreibung so ein arger Fehler drin ist. Das heißt, ja, erhöht den Angriff des Gegners um 20, weil das setzt auch keiner ein. Und in Wirklichkeit ist das Teil so broken, dass es die Verteidigung des Gegners bei jedem Schlag um 20 senkt. Vielleicht ist das so eine Maßnahme, so, ja, die Technik, die ist so super stark. Wie freue ich, dass die Leute die einsetzen? Machen wir mal die falsche Beschreibung drauf. Das ist echt doof. So, wir sind in der Nummer 3 stehen geblieben. Ich guck mal eben kurz auf die Karte. Ich habe mir nämlich eine Karte rausgesucht. Wenn mein Handy denn mal möchte, das ist ziemlich bitchig. Ich muss mir echt mal ein neues kaufen. Und ich habe so eine doofe App zum Energiesparen. Jedes Mal, wenn mein Handy aufgeladen wird, so. Ja, dein Handy wird jetzt aufgeladen. Du hast noch. Das braucht dauert noch so und so viel lange und hier hast du Werbung. Alter. Handy? Ja? Ich geh schon mal vorwärts. Keine gute Idee. So, wir sind Etage Nummer 3. Summt da nicht weit genug? Dann summt da, ne? Ja, ich komm gleich, Leute. Toll, wenn ich jetzt. Ach, manchmal hasse ich mein Leben. Ach, komm her. Aua. Das ist das Effektivste, was man machen kann. Live in ignorance, die in ignorance. Phantom Pain! Spirit's Pathway! Hawkeye! Oh, fertig, da brauchst du noch einen. Crystal Judgment! Ja, steh auf! Chaos Bolt! Well, we made it through. Doch, das war kein Problem. So, jetzt aber. Handy? Nicht zecken. Braves Handy. Brav, fein machst du das. So. Problem ist, ich weiß jetzt nicht, wie man ein Timerchen aussieht. Ich kann ja schlecht beides gleichzeitig offen haben. So, hier haben wir eine Schatztruhe. Ich will die Schatztruhe öffnen. Einen Morgenstern, das ist doch praktisch für uns. Ja, das ist richtig so, der ist für Crescendo. Dufter. So, Viola kann mal was zum Heilen vertragen. Wir müssen, by the way, auch mal eben kurz unser Heiltäschchen auffüllen. Unser Medizinkoffer, Kaffer, Koffer, wenn man so will. So. Die Etage ist ein wenig einfacher und simpler aufgebaut. Von daher mache ich mir hier jetzt keine großen Sorgen, dass hier irgendwas schief gehen sollte. Es sei denn, wir laufen in den Gegner und haben ein bisschen Pech mit dem Verteidigen. Wobei, da müsste ich schon ziemlich nachlassen. Dieses Handy, ne? Eines Tages schmeiße ich es aus dem Fenster, aber sowas von. So. Stell mich mal hier vorbei. So, vorbeigeschlichen.
ist nahegeschlagen. Vor allen Dingen, da muss ich mir auch mit der Karte keine Sorgen machen, dass wir an irgendwelchen Schatztruhen vorbeigelaufen. Das ist sehr praktisch. So, und nein, das ist jetzt nicht der Teleporter, mit dem es weitergeht. Schön wär's. Es ist nämlich nur ein Unterdeck. Ja, genau, das ist es. Das ist es, was es ist. Ein Unterdeck. Ein Unterdeck sozusagen. Naja, die beiden Etagen sind nämlich miteinander verbunden. Der Endteleporter ist in der Etage 4 und um dahin zu kommen, müssen wir halt zwischen den beiden Etagen ein bisschen hin und her hoppen. Aber wie gesagt, das Coole ist halt, dass die vom System her relativ straightforward sind. Also ich denke, selbst ohne Karte wäre das hier ziemlich easy zu finden. Aber Etage 7 wird kartentechnisch ziemlich schwierig. Ich denke mal wieder klar. Ich sehe ja gar nichts. Weiß nicht, ich tippe da mal drauf, um die Karte aktuell zu halten, beziehungsweise damit Handy nicht in Energiesparmodus geht und dann vergrößert sich's plötzlich. Naja, ist auch schon ein Tag älter. So. Den muss ich kurz mal anhalten und das Teil adjustieren, damit ich auch weiter was sehe. Aber ja, an sich besteht dieser Dungeon aus sehr viel Laufen und viel Kämpfen. Aber ansonsten mag ich den Dungeon hier total vom Aufbau. Ich mag es sowieso, wenn es in Rollenspielen noch so Zusatz-Dungeon gibt. Vor allen Dingen, weil ich das Spiel auch mag. Ich erinnere mich noch daran, in Tales of Symphonia, da wir haben die Sidequests am Ende und die ganzen Zeitkämpfe, die haben wir gesuchtet. Aber eigentlich war das so... Ich weiß noch, es gibt dort einen Endgegner, also beziehungsweise einen optionalen Gegner. Oh, den habe ich gar nicht gesehen. Der nennt sich Abyssen. Das ist ein ziemlich knackiger Gegner, hat ziemlich viel HP. Und wir hatten das Spiel so durch eigentlich, dass wir, also ich und Jutis, das sind wir, wie immer, dass wir manchmal einfach die Konsole angeschmissen haben. Wir hatten einen Speicherpunkt direkt vor dem Kampf, was wir immer wieder machen konnten, wenn wir Bock drauf hatten. Das wird ziemlich häufig gemacht. So, der ist tot. Was wir ziemlich häufig gemacht haben und dann haben wir es halt so gemacht, du kannst da mit vier Charakteren spielen, im Zwei-Player-Modus, bevor man halt immer einen Charakter steuert. Und wir haben es halt so gemacht, wir haben die anderen beiden Charaktere tot gemacht, beziehungsweise töten lassen. Alter, ich treffe hier überhaupt nichts. Naja, sonst. Und haben dann einfach zu zweit gegen ihn gekämpft. Ich wollte auch immer mal ein, ich wollte eigentlich auch nochmal einen Spielstand vorbereiten, damit wir euch den Kampf mal zeigen können zu zweit, aber irgendwie bin ich dazu nie gekommen. Und jetzt ist es eh zu spät. Das ist eigentlich schade, aber vielleicht irgendwann nochmal, vielleicht können wir es ja doch irgendwann mal machen. So, jetzt weiß ich nicht mehr, wo wir waren. Ach, hier sind wir. Entschuldigung, ich bin gerade gegen das Mikro gekommen. Wie sieht's zeittechnisch eigentlich aus? Aber sind das mal 8? Meine Güte. Ich habe absolut kein Gefühl. Ein Tuchchen! Mit einer Paritur! Ja, also quasi ziemlich uninteressant für uns. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das ist die Paritur, die man braucht, um den zweiten geheimen Dungeon zu öffnen. Den man im zweiten Spieldurchlauf machen kann. Da ist nämlich auch, habe ich glaube ich schon ein paar Mal erwähnt, da gibt es noch einen zweiten Dungeon. Und den Zugang bekommt man halt mit dieser Paritur, beziehungsweise die muss man einem NPC vorspielen mit der Paritur und dann kriegt man so eine Eintrittskarte dafür. Das geht allerdings leider auch nur im zweiten Spiel. Ich glaube, im ersten kann man das leider nicht machen. Deswegen für uns kein zweiter Geheimdungeon. Außer ich spiele das ganze Spiel nochmal durch. Irgendwann vielleicht. Falls ihr Bock drauf habt. Bin ich, dann nicht. Man muss sich auch so ein bisschen danach gucken, was die Leute machen wollen, sehen wollen. Ne? Ich meine, im Endeffekt spielen kann ich für mich auch alleine.
Und ja, im Endeffekt ist das hier eine Dienstleistung, die ich für andere anbiete. Nicht für mich. Ich meine, klar, es macht mir Spaß, das Ganze aufzunehmen, aber dann wird doch mal jeder Let's Player macht das eigentlich, um Leute damit zu unterhalten. Oder zu vergrauen. Das gibt's natürlich auch. Bei einigen bin ich mir natürlich nicht so sicher, qualitativ gesehen. Naja, jetzt müssen wir erstmal ein ganzes Stückchen geradeaus weitergehen, bevor wir an unser Ziel kommen. Lass mich in Ruhe, du Scheißteil. Lass mich in Ruhe. Lass du mich in Ruhe. Da krümel ich mich mal dran vorbei. Wobei, krümel ist auch so ein tolles Wort, ne? Nicht hier gerade. Richtig? Ich bin mir ja gerade nicht so sicher. Welche Etage bin ich hier? Etage 3. Gut, ich habe völlig die Super, ich habe mich mit einer. Ich habe es geschafft, mich mit einer Karte zu verlaufen. Na gut, wenn wir mal nur gerade ausgehen, werden wir schon irgendwo hinkommen. Ah, cool, wir sind da, wo ich dachte, dass wir sind. Eine Seelenscherbe. Sehr schön. Ich guck mal eben, ob. Wir schon eine andere, wir haben die zwei verpasst, ne? Oh ja, wir haben in der ersten Etage haben wir noch eine Seelenscherbe vergessen. Von daher würde ich sagen, sobald wir die nächste Etage betreten können, beamen wir uns einmal kurz zurück und ich hole das Teil, weil sonst fehlt uns die nämlich. So, jetzt müssen wir einfach wieder zurück zur Abzweigung. Das ist keine Abzweigung. Das ist auch keine Abzweigung. Die einzige Abzweigung, die es da gäbe, wäre in den sicheren Tod. Und wir wissen ja alle, der Tod ist keine Abzweigung. So für die Mehlwurmdrachen. Ich glaube, so nenne ich die Mehlwurmdrachis. Ziemlich langer Name. Hier geht's rum. Ich glaube, ohne Karte würde ich mich hier aber auch nicht zurechtfinden, ohne Scheiß. Ich hätte mich hier schon 10.000 Mal verlaufen. Ich habe es auch sogar geschafft, mich mit Karte zu verlaufen. Sind wir bald da? Nein. 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 Toll, ich kann mir selbst auf die Nerven gehen. Na, jetzt wo Jutes nicht mehr da ist, einer muss sich ja auf die mir auf die Nerven gehen, ne? Und einer muss ich auf die Nerven gehen. Und wenn nur eine Person da ist, dann muss ich dafür machen. Oh, sehr schön. Weiter. Und ja, wenn wir weiter unten sind, beziehungsweise in andere Etagen, dann werden die Gegner, glaube ich, auch schwieriger. Es gibt auf jeden Fall dann auch andere Gegner zum Drachen und diese möchtigen Piraten. Sehr schön. Oh, wir sind auf 6. Mann. So, dann beam ich uns mal zurück zum Eingang. Kann ich bei Gelegenheit gleich mal speichern, wenn ich schon mal hier bin. Also ich kann mir echt vorstellen, dass das Teil ohne Karte echt knackig ist, weil viele Seelenscherben in Schatztruhen drin sind. Und ja, wie gesagt, wir haben ohne die Karte jetzt ja auch schon einen übersehen. So,
welche Etage. Ich guck mal, in welche Etage ich überhaupt muss. Ach, ich muss einfach in die erste gehen. Ich muss da einen Bogen übersehen, von daher hole ich den gleich auch mal schnell. So, wir wollen in Level 1. Aber bei Programmierung haben die sich das hier echt einfach gemacht mit dem Dungeon, ne? Ich meine, an sich ändert sich hier jetzt nicht viel, außer die Belichtung. Und da packst du einfach einen anderen Shader drauf und gut ist. Das ist jetzt kein Kunstwerk. So, dann müssten wir jetzt auch schon... Bei der nächsten müssten wir links. Da ist nämlich der Bogen drin. So, da ist er schon. Bogen der Titania. Aber Titania kann gar keinen Bogen führen. Ta-ta. Gefällt mir. So. Müssen wir jetzt hier nochmal um die Ecke und dann die nächste Abzweigung wieder links gehen. Und dann den ganzen Weg wieder zurück. Yay. Meine, rein theoretisch hätte man hier auch gleich am Anfang eine Trainingsrunde hinlegen und hier ein paar Mal rumlaufen können. Dafür bietet sich das hier gut an. Einmal einfach immer im Kreis laufen. Was ich allerdings schade finde, ist, dass dadurch, dass der Enddungeon hier optional ist, wird für uns der Endkampf am Ende relativ einfach werden, weil der halt nicht dafür ausgelegt ist, dass man hier vorher reingeht. Ja, ist ja auch schon. So, mal kurz gucken, habe ich noch eine übersehen? Wir waren bei 8. 8 war eine Seelenscherbe, gut. Müssen wir jetzt zurück in unser Geschoss. Also das Geschoss, aus dem wir kamen. Erstmal müssen wir den ganzen Weg wieder zurückgehen. Das wird ein Spaß. Was sagt die Zeit eigentlich? 18. Oh Mann, mein Gefühl wäre, dass hier ein normaler Part wäre der jetzt vorbei. Aber dadurch, dass wir hier im Zusatzdungeon sind und ich die Parts ein bisschen länger halten möchte, haben wir sogar noch Zeit. Yay, das ist ein ganz neues Gefühl. Gefällt mir. Ich meine, dadurch werden das zwar weniger Parts im Endeffekt, aber da ich eh plane, den geheimen Dungeon jetzt in einem Rutsch zu spielen, das Spiel dann noch zu beenden, ist das eh egal. Mal davon abgesehen, spiele ich die Spiele nicht, um viele Parts zu füllen. Das wäre ja noch schöner. Gott, aber wenn ich hier so, wenn ich das so spiele, kriege ich wieder richtig Bock auf Baiten Kaitos. Also eigentlich wollte ich das auch nochmal let's replayen sozusagen, weil ich also mit der Grafik, also mit der Qualität, die wir halt damals aufgenommen haben, überhaupt nicht so zufrieden bin, um ehrlich zu sein. Wir hatten ja damals die, wir hatten damals noch Hauptauge 1, also quasi die alte Hauptauge, wo wir mit Komponent aufgenommen haben und das hat jetzt hat ziemlich gut geklappt und dann haben wir auf die Alter, ich will zurück zum Eingang. Lass mich. Und dann haben wir auf Hauptauge 2 gewechselt und hatten halt noch überhaupt keine Ahnung mit der Software, die ja mitgeliefert worden ist und dadurch sehen die Parts in der Mitte bis kurz vorm Ende halt extrem scheiße aus, um ehrlich zu sein. Das ärgert mich halt. Weil ich finde, es wird dem Spiel halt einfach nicht gerecht. Deswegen überlege ich das seit längerem. Ja, so sieht's aus. Ein Blick in meine Gedankenwelt sozusagen. Mal gucken, ich bin mir noch nicht sicher, ob es dafür ein Re-Let's Play geben wird, aber mal gucken. Mal gucken. Lasst euch da einfach überraschen. Ich meine, ihr müsst es ja nicht gucken, wenn es euch nicht interessiert, ne? Es ist ja hier on demand. Das ist ja hier keine Pflichtveranstaltung. Ja, schön, da wäre es noch. Dann wären die Videos auch besser. So, die Nummer 5 wollen wir.
Ach, Ergebnis 6 waren wir. Entschuldigt bitte. So. Ich muss mal kurz gucken, wo wir jetzt sind. Alles klar. Seht ihr? Andere Gegner. Ich werde die so oft übersehen, das weiß ich jetzt schon. Wenn ich eins weiß, dann, dass ich hier Gegner übersehen werde und aus Versehen reinrennen werde. Aber das wird echt ein Fest hier. Andererseits geben. Ich mache mal einen Probekampf, und wir gucken, wie viel EP die geben. Don't be such a crybaby. Außerdem ist das mal eine ganz nette Abwechslung, dadurch, dass im Gegensatz dazu, dass wir die ganze Zeit durch die Gegend geeiert sind. Ja, ist klar, dass ich nichts treffe. Phantom Pain. Are you satisfied? Also die halten auf jeden Fall schon mal mehr aus als die Soldaten, die Piraten natürlich. Das sind perfekte Melonen. Naja, perfekte Melonen haben meiner Meinung nach kein Blatt da oben auf dem Gewitz. Die mit dem Boden zu treffen, ist echt ein Spaß. Treffer und versenkt. Sagte sie und traf voll in Schwarze. Und wenn die getroffen werden, klingen die wie Affen. Das ist so schwammig, ich treffe überhaupt nichts. Witzig, ich habe gerade noch auf den Blockknopf geguckt, beziehungsweise auf den Gegner geguckt. So. Well, we made it through. Naja, die geben so viel EP wie alles hier. Alright. Yay, geballte Ladung. Sie lädt doch noch was. Mal sehen, was bringt das denn? Ui, Regenpfeiler, das ist doch gut. Unbegrenzt, sehr schön. Dann kann sie im Licht nämlich auch ruhig Zauber angreifen. Ist sie im Licht sogar noch besser zu gebrauchen, weil Falkenauge mag zwar das Ziel, aber geballte Ladung wird mehr Schaden machen. Gott, ich hab Bock auf noch einen Kampf. Ich hab so wenig gekämpft. Let's see how good you really are. Ich mache mir halt einfach nur Sorgen, dass wenn wir jetzt die ganze Zeit an den Gegnern vorbeilaufen und die Bosse immer härter werden, dass wir irgendwann nicht mehr stark sind. Und deshalb will ich lieber ab und an noch einen kleinen Kampf reinhauen, weil davon abgesehen, dass es sowieso ein bisschen unterhaltsamer wird, anstatt die ganze Zeit durch die Gegend zu laufen. Klingt wirklich wie Affen. Die Melone macht sich auf den Weg. Wird cool, wenn wir die mit Melonsamen nur so spucken würden. Ich treffe dich, Frederik. My journey continues. Yay! So. Jetzt müsste es ja nicht irgendwo reingehen.
zwar hier. Mal gucken, was hier ist. Ein Schild der Athene. Das ist ziemlich gut. Gucken wir mal, was das Teil bewirkt. Nicht hier. Abwehr plus 30? Hatatata, wer das wohl kriegt? Leute nennen ihn Schrank. So, ein paar Minuten haben wir noch. Deswegen machen wir uns mal auf zur nächsten Schatztour. Die liegt Gott sei Dank auch sehr passend für uns. Passt auf den Weg sozusagen. So, ich gehe einfach hier um die Ecke und dann sind wir auch schon bald da. Einfach geradeaus weiter und dann kommt das auch schon. Ui, das Ding sieht man auch nicht allzu häufig. Ich habe irgendwas an der Nase und es juckt. Ach, Ratze. Hier steht ja da auch nicht, ob bei den Warp-Pointen einen Boss ist. Das ist schade, hätte ich gern gewusst. Ein Nazgul-Reißzahn. Wenn es ein Nazgul-Reißzahn vorher gewesen wäre, wäre es noch geiler. Andererseits wäre es mir nur, dass die Nazgul irgendwelche Reißzähne haben. Außer die, erhöht Tempo um 10. Nice. Außer die Monster, auf denen sie fliegen. Bei denen ich witzigerweise mir den Namen nicht merken kann. Ich nämlich einen Herr der Ringe-Fan. Nein. Geh weg. Naja, jetzt gehen wir jedenfalls zum Warp-Punkt weiter und ich hoffe wirklich, dass da kein Monster kommt, weil wir nicht gespeichert haben. Wenn wir halt jetzt da verlieren, bedeutet das, dass ich den ganzen Kack nochmal machen darf. Aber ich würde sagen, ich gehe da mal eben kurz hin und dann gucken wir mal eben, machen wir halt Looky-Looky, ob da ein Monster ist. Weil dann kann ich das nicht gleich probieren in dem Park und wenn wir halt geohr gehen, dann quasi kalte ich da gleich wieder hin, so lange, bis wir den besiegt haben. Das fällt dann überhaupt nicht auf, ist einfach und tut niemandem weh, außer mir. Und das ist okay. Wow, jetzt wäre ich da fast reingerannt. Hilfe! Eine Melone verfolgt mich. So, machen wir mal kurz Looky Looky. Das sieht sauber aus. Naja, das soll es für diesen Part auch schon gewesen sein. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Darüber würde ich mich nämlich sehr freuen. Also bis zum nächsten Mal und bis dann sage ich Ciao. So, und da wären wir auch schon bei einer weiteren Runde Eternal Sonata. Hier mit mir, Sefi. Und wir machen uns gleich weiter auf in den nächsten Abschnitt. Dann sind wir schon bei Abschnitt 6. Wow, da kommen wir echt gut voran. Gefällt mir. Dafür würde ich mir selbst ein Like geben. So, hier auf der Ebene ist auch Gott sei Dank nicht viel los. Da haben wir hier den Kerl. Na sowas! Was machst du denn hier? Bist du irgendwie im Auftrag unterwegs? In der nächsten Etage ist es egal, wie weit du gehst. Du gelangst doch nur zum Ausgangspunkt zurück. Gib's lieber auf und spiel mit mir. So, Schätzchen, willst du erst duschen oder erst zu Abend essen? Essen, essen. Na schön, dann gibt es also zuerst was zu essen. Das hier? Ach, das ist eine Seelscherbe, die irgendwo herumlag. Hier ist das, wenn du zu Kräften kommst. Aber erst bezahlen. Das ist aber ganz schön geizig. Ja, wer ist wohl ganz schön geizig? Oh, keine Sorge, in den nächsten, ich weiß gar nicht. Duschen? Schön, dies ist der Preis für eine Dusche. Nein. Na, ganz schön geizig. Warum müssen wir überhaupt duschen? Bei einer Dusche werden wir halt geheilt. Von daher ist es halt ganz cool, dass man
sich hier einfach hinwalken kann, sich für 10.000 heilen lassen kann, was ziemlich überzogen ist. Apropos. Oh Mann, klar, wir sind ja schon auf 34. Welche Attacken gibt es denn mittlerweile? Doch so viele. Hey! Jemand hat die schon aufgemacht. Oh. Da war bestimmt die Seelenscherbe drin. Naja, keine Sorge, wir werden auf jeden Fall in späteren Etagen noch genug Monsterchen finden, die extrem viel Asche verlieren. Von daher wird es echt nicht lange dauern, bis wir das Geld dafür zusammen haben. Und wir können nebenbei ein bisschen trainieren, das ist auch ganz cool. So, immer kurz weiter zur nächsten Etage, dann sind wir schon auf Etage 7. So, ich warp mich da mal eben kurz zurück, damit wir speichern können. Das sollte man hier in regelmäßigen Abständen mal machen, weil ja, wie gesagt, hier ist der einzige Speicherpunkt im gesamten Dungeon und das ist dann schon ziemlich bitter, wenn man dann die Etage halt erfolgreich sich durchkämpft oder zwei oder drei oder vier und dann gegen den Endboss oder so einen Zwischenboss kaputt geht. Das ist echt bitter. Von daher, regelmäßig speichern ist die Devise. Und ich wippe gerade die ganze Zeit mit meinem Fuß, das ist total doof. Ich kann es aber nicht, ich kann es nicht kontrollieren. Ich hoffe, man hört es nicht. Das hört man nicht. So, dann. Also da bin ich jetzt ganz froh, wenn dann die nächste Etage ein Irrgarten ist. Bin ich ziemlich froh, dass wir die Karte hier haben und ich einfach den Weg weiß. So, auch in Etage 7 und dann geht es hier auch schon gleich weiter. Es gibt hier auf der Etage auch keine einzige Schatzruhe. Das heißt, wir müssen uns keine Sorgen machen, dass wir uns, dass wir irgendwelche Umwege gehen müssen. Eins, zwei, okay. Und ich glaube, hier gibt es auch keine Gegner, die einen den Weg, also wo man sich halt den Weg dran erraten könnte. Eins. Ich glaube mal hier unten. Zwei. So, die nächste, die jetzt kommen müsste, da dürfte es keinen Weg nach unten gehen. Dann sind wir auf dem richtigen Weg. Weil es ziemlich schwierig ist, beim geradeausgehen den falschen Weg zu finden. Aber manchmal stellt man sich halt einfach an, ne? So, jetzt müssen wir einfach nur nach oben laufen. Das ist ziemlich angenehm. Zumal, wie gesagt, es gibt hier keine Gegner. Also ich kann einfach den Control-Stick nach unten, nach oben gedrückt halten, so schief nach oben und dann ist gut. Tata. So, weiter zur nächsten Etage. Und das wird jetzt auch wieder eine etwas kompliziertere Etage. Deswegen gehe ich mal kurz wieder das Prozedere. Ihr kennt es, wir haben eine Stage sozusagen geklärt. Ich gehe speichern. Und ihr kennt das Prozedere. Gott, ich wünschte, der Teleporter da würde auch in die andere Richtung funktionieren. Denn nicht, dass ich hier immer hinlaufen muss. Das ist nervig. So, hinein. Etage Nummer 8. So, jetzt muss ich kurz ein bisschen Lucky-Lucky machen. Wir sind Etage 8, ne? Okay, wir sind in einem weiteren Teleporter-Rätsel angelangt. Und hier gibt's auf der 8 gibt's eine weitere Seelenscherbe.
Oh, falsche Richtung. Ich gehe erstmal gut. Ich habe eine Karte. Ja, ich gehe in die falsche Richtung erstmal gekornt. Naja, wir müssen erstmal geradeaus und die Schatztruhe aufmachen, die da ist. Oh, ein neuer Gegner. Ein neuer Gegnertypus. Vielleicht sollten wir mal bei Gelegenheit gegen den kämpfen. Das ist immer eine gute Gelegenheit, um sich zu vergewissern. Ich kämpfe mal gegen den. Das ist immer eine gute Gelegenheit, um sich zu vergewissern, ob man quasi noch up to date ist, was das Level angeht. How pitiful. You soulless creatures. So. Vielleicht soll ich erstmal die Levels ein bisschen aufbauen. Aua! 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 Au! Meine Reflexe! Kannst du nicht mehr machen? Oh, so. Eben war gut. Aua. Au. Take that. You're a mess. Oh, die geben ja echt viel EP. Die haben ja echt viel EP gegeben, die verdammten Frenze? Ich weiß es nicht. So, naja, wir gehen jetzt erstmal. Wir gehen weiter geradeaus und wir unseren Weg. Gobbel, was wollt ihr? Wir gehen geradeaus. Bis hierher. Ein Nullmantel. Ich hoffe, der annulliert Attacken. Das wäre toll. Für wen ist der denn? Da. Magischer Mantel. Toll. Eigentlich hier irgendwas Stärkeres für sie? Nö. Hier, bitteschön. Ich frage mich, wann es eigentlich mal wieder den nächsten Zwischenboss geben würde. Wenn ich es nicht besser wissen würde, würde ich sagen nach der 9. Ich dachte echt, hier gäbe es mehr. So, jetzt muss ich mal kurz spicken, wo wir lang müssen, weil auf jeder Abzweigung erwartet uns ein Teleporter. So, ich muss mal kurz überlegen. Also wir gehen über E für zu F. F für zu... Wo ist hier F? Da, F für zu G und M. Ah, okay. Gott, gut, wir gehen... Wir gehen erst links. Wir wollen links gehen. Links! So! Ab in den Teleporter. Ja, weiter zur nächsten Etage. Entschuldigt bitte. Was habe ich gesagt? F. Gut, da gibt's eh nur den einen Weg. Den Move habe ich vorher gesehen. War jetzt auch nicht so schwer. So, gehen wir hier nochmal um die Kurve. Kurve lässt uns nicht um die Kurve gehen. How pitiful. Naja. Soulless creatures. Phantom Pain!
Spirits pathway. Galactic Nebula! Diamant! So, das war der erste. Aua! War mein Rücken. Das war mein Rücken. Der kann echt entzücken. Live in ignorance, die in ignorance. Phantom Pain! Spirit's Pathway! Diamant! Galactic Nebula! Für die Frame Drops hier! This game is over! Phew, mein Gott. Believe what you see and die. Phantom Pain. Spirit's Pathway. Galactic Nebula. Full barrage. Diamant. Go back. Back into a nebulous dream. Baroque, my beloved homeland. Ja, keine Sorge, kannst bald wieder zurück dahin. Ich musste gerade mal wieder überlegen, wo wir hier überhaupt waren. So, hier ist der Teleporter. Und das Schöne, wir dürfen gleich den ganzen Weg wieder zurückgehen. Ich musste gerade mal wieder überlegen, wo wir waren. Oh nein, wir müssen in die andere Richtung. Seht ihr, jetzt hätte ich mich fast verlaufen. Und das mit Karte. Sind wir doch? Oh, ich bin doch in die falsche Richtung. Oh, ich war richtig. Upsi. Was eine Verwirrung hier. Den Weg können wir aber gleich zurückgehen. Oh Gott, ist das hier verwirrend. Hier die Abzweigung. Derjenige, der das hier programmiert hat, in dessen Haut würde ich auch nicht stecken, mal davon abgesehen, dass er einen Schlag in die Fresse verdient hat, aber so richtig. So. Ach ja. Überhaupt richtig? Ich weiß es nicht. Ich glaube aber ja. Ja, sieht richtig aus. Eine Paritur! So, dann lasst mich mal kurz den weiteren Weg in unserer Reise bestimmen, damit wir uns hier nicht noch total verlaufen. So, wir sind jetzt da. Dann geht's über H. Wo ist H? Wo ist H? Ach, H ist da. H bringt uns zu I. I bringt uns zu J. Und J bringt uns zur nächsten Seelenscherbe. Das ist gut. Wo wollte ich jetzt hin? Ach ja, ich wollte zu H. Das Schöne ist nämlich, dass die Teleporter so aufgebaut sind, dass wir nicht irgendwelche Wege doppelt gehen müssen. Außer jetzt hier den Weg zurück.
Also es mag zwar ziemlich verwirrend und kompliziert erscheinen, aber mit der Karte ist es eigentlich relativ einfach und vor allem man erkennt, dass hier drin ein Muster ist. Beziehungsweise man erkennt das Layout sozusagen. Und dass der Weg eigentlich gar nicht so verworren ist, wie er scheint. Was ich eigentlich ziemlich genial finde, dass der Weg eigentlich recht einfach ist. Dadurch, dass hier aber alles gleich aussieht, wird das hier eine riesen Herausforderung. Und das ist ziemlich cool. Mal davon abgesehen, dass ich den Dungeon hier im Allgemeinen recht cool finde, auch wenn der so super verwirrend ist. Was er ja eigentlich gar nicht ist. Und gerade das ist das, was so cool an ihm ist. Und vor allen Dingen, du denkst ja so, oh, Geheimdungeon, der ist total schwierig, Und wenn du halt an einem gewissen Punkt bist, ist er gar nicht so schwierig. Wir sind ja gefühlt unterlevelt. Sind wir aber eigentlich überhaupt nicht. Also wie gesagt, als ich hier beim letzten Mal war, wo ich am ersten Endgegner festgesteckt, wo wir jetzt keine Probleme hatten, und hab dann die Charaktere auf Level 52 trainiert. Und erst dann hatte ich nur eine realistische Chance. Und jetzt gehen wir hier so einfach mal durchspazieren. Ach, da ist noch einer. Ich hab den gar nicht gesehen. Ja, du kommst langsam angetänzelt. Na, lass mir mal einen anderen ran. Oh, verdammt, ich hab vergessen zu öffnen. Aua, ich hab mich einfach noch nicht an der Timing gewöhnt. So, Ziel. Treff. Oh, fertig! Wo war ich stehen geblieben? War ich dabei, diesen Weg zu folgen? Nein, wir müssen hier lang. Jetzt hätte ich fast die falsche Abzweigung genommen. So, und dann haben wir jetzt hier noch ein weiteres Türchen. Und darin ist... Trommelwirbel bitte. Ein Siebenzweig-Schwert. Schade, dass wir kein Schwertkämpfer im Team haben. Aber alle Gretto freut sich da nichtsdestotrotz drüber. Ich finde, man hätte Clavis zumindest einen kleinen EP-Bonus hier geben können. Also, dass sie vielleicht doppelt so viel EP sammelt oder so. Weil sie konnte hier... ist hier relativ schwer einsetzbar, weil sie halt so niedrig gelevelt ist. Wobei ich denke, wenn du sie hier einsetzen würdest im Team, wäre das trotzdem kein Problem. Also da wird die wahrscheinlich so schnell leveln. Deswegen gibt es hier wahrscheinlich so viele P. So, jetzt müssen wir in J. Oder? Nee, gar nicht. Das ist I. Entschuldigt. So, was ist der hier? Nächste Etage. Oh, wir haben M vergessen. Auf M gibt es noch eine Schatztruhe. Und auf C und D. Na super, wir sind immer noch nicht fertig. Jetzt nach oben. Und dann gehen wir zu J. Und da geht es weiter zum nächsten Dingsens. So, dann ist hier jetzt J. Ja, es gibt hier so viele Teleporter, dass es bis tatsächlich bis zum Buchstaben J reicht. So. Oh, falsche Richtung. Na, das fängt ja super an. Ich kenne den Weg, ich hab eine Karte. Rennst voll gegen die Wand. Das erinnert mich daran, an das Baten Kaitos Origins Let's Play. An den letzten Dungeon, wo Jutis hier noch neben mir saß und eine Karte gezeichnet hat von den ganzen Reisern, alles gleich aussah. Jetzt
bin ich froh, dass ich eine habe. Derjenige, der die Karte gezeigt hat, dem gehört, dem sollte man aber auch einen Orden geben. So. Tada, eine Seelenscherbe. So, und weil wir jetzt noch nicht alle Schatztun haben. Ich muss mal kurz gucken, dann gehen wir von da nach K. Wo ist denn hier K? K ist da. K bringt uns zu L. Wo ist L? L bringt uns zu C und B bringt uns C und... Ah, B ist gut. B bringt uns nämlich zu dem anderen. Und dann gehen wir über M zurück. Oh Gott! Wo sind wir jetzt nochmal? Ach ja, wir gehen über K. Uff, diese Etage bringt mich nochmal um. So, dann gehen wir mal kurz hier rum. So, und dann sind wir schon bei K. K. Ja, zur nächsten Etage. Ich wünschte, das würde der alleine machen. So. Lass mich in Ruhe, du Scheißteil. Lass mich in Ruhe, ich habe keine Lust zu kämpfen. So, das bringt uns zu L. Mal kurz nach der Zeit gucken. Zeit? Nein, das ist Spotify. Das ist nicht die Zeit. Oh, sind wir bei 23. Dann haben wir noch ein bisschen Zeit. Dann. Was habe ich gesagt? Wir sind gerade über L gegangen, ne? Wo bringt uns L hin? Zu C oder zu B? Wo bringt uns... Ach gut, cool, da sind wir ja ziemlich nah bei beiden Schatztruhen dran. Also sowohl C als auch B führen zu einer Schatztruhe, was ziemlich cool ist. Um die Ecke, dann ist er auch schon C. Junge, ich habe eindeutig zu viel Zeit. Aber eindeutig, ich muss die Aufnahme gleich mal pausieren, damit ich nicht aus Versehen übers Festplattenniveau komme. Das wird ziemlich ärgerlich. So, wo sind wir jetzt? Wir sind bei C rausgekommen. C, gehen wir da um die Ecke. Ach da, ich wollte gerade sagen, gibt es hier keine Gegner? So. Schatztruhe. Eine Drachenrüstung. Nein. Kannst du die vielleicht tragen? Ja, nice. Meine Nase juckt, das ist doch echt nicht normal. So, jetzt mal nur so routiniert gefragt. Wohin würde uns G denn bringen? G führt uns zu M. M bringt uns... Ich glaube, das ist der kürzeste Weg. Gehen wir hier richtig? Nein, wir müssen nicht. Geradeaus. D. Wohin bringt uns D? D bringt uns zum Ausgang. Bringt sie echt zum Ausgang? Ja, D bringt uns zum Ausgang. Kommt zu glauben. Also in die Nähe des Ausgangs, wenn man so will. Aber dann können wir einfach über A gehen und A bringt uns dann zum Item. Dann gehen wir zurück über A. Dann sind wir am A. Gott! Will ich euch das schon erzähle? Weiß irgendeiner, worüber ich hier rede? So, das ist D. Wenn ich die Karte nicht hätte, würde ich es selbst nicht wissen.
wir kurz sind. Ah ja, ich mache den Part jetzt ein bisschen länger und mache das halt so weit, dass wir quasi, ja, ich hole jetzt noch die Schatztruhe und gehe dann zurück zum Eingang, wo wir speichern können und dann können wir bei der nächsten Runde hier ganz gechillt den ganzen Weg wieder gehen. Sozusagen, aber nur fast. So, jetzt muss ich mal kurz checken. Wir sind in A. Gott, ich weiß nicht mehr. Jetzt so gerade so gedacht, ist mir der Dungeon ein bisschen groß. Wenigstens sind die Gänge weit genug, dass man den Gegnern sehr komfortabel ausweichen kann, ohne sich da irgendwelche Gedanken drum zu machen. Dann kommt man hier wenigstens voran. Stellt euch mal vor, die Gänge wären so eng, dass man hier nicht vernünftig durchgehen könnte und gegen so viele Gegner kämpfen musste. Wir würden nicht vom Fleck kommen. So. Ein himmelblauer Schirm. Der ist natürlich für Polka. Und da behalte ich aber lieber den, weil der gibt EP plus 5 und Polka kämpft eh nicht. Aber wir könnten Polka ins Endkampfteam tun, weil ja, wir sind wahrscheinlich mittlerweile so überlevelt, dass der Bossfight für uns kein Problem für uns darstellen sollte, um so die Spannung ein bisschen aufrecht zu halten. Ich würde es irgendwie, ich weiß nicht, ich finde es ein bisschen unwürdig für den Endgegner oder ein bisschen, ich weiß nicht, das wird dem Spiel einfach nicht gerecht, dann so, ja, hier, bam, tot. Wobei das Schöne ist, dass es, oder, so, wie ist es? Es ist auf jeden Fall so, dass es hier in der PlayStation 3 Version halt so ist, wenn man gegen den Endboss Game Over geht, also gegen den allerletzten Endboss Game Over geht, dass man dann ein alternatives Ending kriegt. In der Xbox 360 Version ist es so, dass du dann Game Over bist. Von daher, wir können nicht verlieren. Aber wir wollen natürlich das bestmögliche Ending haben, ne? Nicht jetzt, nachdem wir hier so viel Schweiß und Tränen reingesteckt haben. Vor allen Dingen Tränen. So, ich kurz zurück zum Eingang, damit wir speichern können. Gott, so ein Dungeon wäre auch echt mal was für ein Livestream. Leider ist meine Bambusleitung nicht gut genug, sonst würde ich echt nur, sonst hätte ich das Ganze jetzt live gestreamt. So, speichern wir. So, und in dem Sinne verabschiede ich mich und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Ich würde mich sehr darüber freuen. Also bis zum nächsten Mal und bis dann sage ich Ciao!